Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein lädt das Literaturhaus anlässlich des Todestags von Uwe Jonsson zu einer Hommage an den Schriftsteller ein. Der Schweriner Schauspieler Gottfried Richter wird mit Texten über Uwe Jonsson, verfasst von Schriftstellerkollegen und Zeitgenossen, an den Schriftsteller erinnern. Die Lesung wird dabei von musikalischen Improvisationen des Jazzmusikers Theo Jürgensmann begleitet. Der Eintritt am Sonntag beträgt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die musikalisch untermalte Lesung beginnt um 11 Uhr. Zum Plattdeutschen Abend laden Elisabeth Scheven, Karl-Heinz Hapke und Siegfried Michaelis und der Förderverein der Bibliothek. Es gibt eine Lesung unter dem Motto Vermengeliertes, auf Hochdeutsch Vermischtes. Vom Selbstgeschriebenen bis zum Fundus von anderswo wird ein Abend lang gesnackt, um der Sprache ihren Raum zu geben. Für 8 Euro an der Abendkasse oder 6 Euro im Vorverkauf in der Bibliothek sichern Sie sich Ihre Plätze für den Platznackerabend. Der Glanz der Unsichtbaren erzählt von Frauen, die in äußerst prekären Umständen leben. Der Film tut das voller Humor und Zärtlichkeit. Diese Frauen sind eine Ode ans Leben. Am Mittwoch, dem 26. Februar, können Sie sich selber ein Bild über den Film machen. Übrigens, Inhaber eines Wismar Plus Couponheftes können einmalig sogar von einer Ersparnis von 3 Euro auf den Standard-Eintrittspreis profitieren. Ansonsten 7,50 Euro an der Abendkasse oder 5 Euro ermäßigt.